In der ersten Halbzeit lagst du auf dem Boden. Was da passiert? Ich denke, wer mir jetzt ins Gesicht schaut, der weiß, was passiert ist. Ich denke, am Ende sollen wir schon zufrieden sein, weil wir waren schon ganz am Anfang mit hat Kiel gefühlt mit 5-6 Tore und wir haben aber immer an uns selbst geglaubt, wir haben immer weiter gekämpft und am Ende ist es -4, aber trotzdem können wir schon zufrieden sein. Kurz zur Halle, wie findest du die Stimmung? Ja, also das war überragend, um für so einen Kulisse zu spielen. Also Hut ab, was die Geschäftsstelle vorbereitet hat für uns. Die haben ja alles aufgebaut und vorbereitet und die Fans haben eine super Stimmung gemacht. Wie zufrieden bist du denn mit der Leistung der Mannschaft? Ja, wir haben super gekämpft. Haben uns meines Erachtens nach sehr gut präsentiert, haben ein paar Leichtsinnsfehler gemacht, aber ich denke, das ist zu verzeihen. Und im Endeffekt haben wir gegen Kiel gespielt, haben mit 4 Toren verloren, haben in der ersten Halbzeit relativ stabil in der Abwehr gestanden, haben Akzente setzen können im Angriff sowie in der Abwehr. Und am Ende war halt die Kieler die clevere Mannschaft und haben dann am Schluss gewonnen. Ja, eigentlich schon zufrieden. Auch obwohl wir verloren haben. Letztendlich eigentlich kann man nie komplett zufrieden sein. Aber ich denke, wir haben heute trotzdem ein gutes Spiel abgeliefert und sind ja letztendlich wieder an den Kleinigkeiten gescheitert, vor allem in der zweiten Halbzeit, wo wir oft die Chance hatten, auf ein Tor, vielleicht zwei Tore ranzukommen und dann haben wir vielleicht auch mal das Unentschieden zu schaffen, aber letztendlich sind wir immer an den guten Killer-Torhütern gescheitert. Und das war letztendlich ausschlaggebend dafür, dass wir nie so wirklich den Schalter umlegen konnten. Und war schade, dass wir es nicht geschafft haben und den Zuschauern das hier bieten konnten, was wir uns eigentlich auch vorgenommen haben. Und da müssen wir jetzt halt mit leben und fahren dann halt trotzdem mit viel Selbstvertrauen nach Balingen nächste Woche. Wie zufrieden bist du mit der Leistung der Mannschaft? Ich bin recht zufrieden mit den ersten 20 Minuten. Dann haben wir ein bisschen Slack gemacht, die letzten 10 Minuten in der ersten Halbzeit. Sie war eigentlich so näher dran, mit 3 Toren haben wir nur geführt. Und dann zweite Halbzeit haben wir super Angriff gespielt. Aber Abwehr kann viel besser sein. Ich bin jetzt zufrieden, wenn wir gewinnen dann. Ich bin immer zufrieden und glücklich. Ja, wir haben geschafft, gegen Gummersbach gewinnen. Wir wussten, dass ist nicht leicht und natürlich, wir haben alles gegeben, 60 Minuten und am Ende, ich glaube, dass wir haben verdient gewonnen.